12.45 Uhr, 15 Minuten vor 1 auf Ihrer 108,4 und wie immer 106,66 MHz im Kabel. Und wenn ich so aus dem Fenster des Studios gucke, sehe ich nur Sonnenschein. Bis zu 20 Grad. Schaut euch das an. Das Muttersöhnchen ist sogar zu blöd, einen Drachen steigen zu lassen. Wo hast du denn diese Schuhe her? Die sind ja klasse. Hast du die vom Müll? Hier! 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 Gib meine Schuhe her! Muss ich dir noch sagen, dass du dich nicht schlagen sollst. Was war's denn diesmal? Ich rede mit dir. Antworte! Na schön. Wenn du nichts als Ärger machen willst, hast du nicht gesagt, dass die alle angefangen haben? Ist doch egal. Mir aber nicht. Oder warum hast du nicht geschrien? Vielleicht hätte er aufgehört.
Was geht denn dich das an? Ich bin dein Bruder, Blödmann. Was die sich um diese Zeit noch zu erzählen haben. Natürlich ist es gut, eine ordentliche Ausbildung zu bekommen, vor allem in der heutigen Zeit. Aber man sollte immer auch ein Handwerk können, auf das man zurückgreifen kann. Man kann nie wissen. Vielleicht sind wir nicht alle schlau genug, um Arzt oder Anwalt zu werden. Aber früher oder später muss jeder mal seine Schuhe reparieren lassen. Guten Tag, Herr Mikulajczyk. So, die sind jetzt wieder wie neu. Erwin, pack die Schuhe ein. Wie geht's dir, Monika? Gut. Das freut mich. Erwin! So, Monika, das macht genau 4,50 Mark. Bitte. Danke. Wieder schauen. Papa, kannst du auch meine Schuhe machen? Was ist mit denen? Das sind Günthers alte Schuhe. Die waren gut genug für Günther und die sind auch gut genug für dich. Aber die haben Löcher, Papa. Siehst du die ganzen Schuhe da, die ich noch machen muss? Die können alle Leuten die zahlen. Und davon schaffe ich heute noch nicht mal die Hälfte. Von nichts kommt nichts, Erwin. Man muss sich alles verdienen in diesem Leben. Margareta, wann gibt's Essen? Mami hat dem Baby neue Stiefelchen gekauft. Sieht er nicht aus wie ein kleiner Homo? Erwin! Ja, Papa? Erwin, hast du Geld gestohlen? Was? Du hast ganz genau gehört, was Papa gesagt hat. Und es ist nicht das erste Mal, dass uns was fehlt. Raus mit der Wahrheit! Hast du Geld aus meiner Kasse genommen? Nein. Was? Nein, Papa. So, wer denn dann? Ich war's. Du, Günther? Aber warum? Ich habe das Geld gebraucht. Wofür? Ich wollte einen Fußball kaufen. Einen Fußball? Du stiehlst mein Geld, um Spielzeug zu kaufen? Tut mir leid. Tut mir leid, reicht nicht. Komm her.
Hast du mich lieb? Wasch dir schon mal die Hände, Erwin. Essen ist gleich fertig. Ach, Erwin, nicht jetzt. Komm, komm, lass doch das. Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Hast du für mich gelogen? Weil ich nicht wollte, dass Papa dich schon wieder schlägt. Das macht mir nichts aus, Günther. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wir sollen hier warten, bis der Doktor mit Mama fertig ist. Aber Mama darf nicht krank sein. Was hat sie denn? Ich weiß nicht. Der Doktor wird es uns nachher sagen. Du bist doch ein guter Schüler. Und jetzt? Sag mal, betrübt dich irgendwas? Gibt's Probleme zu Hause? Du kannst es mir ruhig sagen. Meine Mutter ist sehr krank. Ich glaube, dass sie stirbt. Aber wenn sie stirbt, ich weiß nicht, was ich dann tun soll. Das tut mir leid. Erwin, die wird ganz bestimmt nicht sterben. Hm? Die Ärzte werden sich gut um sie kümmern. Aber was ist, wenn sie doch stirbt? Sie stirbt nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Hör mal, ich habe immer für dich Zeit. Du kannst jederzeit mit mir reden. Ja. Thank you.
Mama wieder gesund? Der Doktor sagt, sie wird gesund. Es wird nur eine Weile dauern. Aber solange Mutter im Krankenhaus ist, erwarte ich von euch, dass ihr im Haus mithelft. Ich kann mich jetzt nicht um alles kümmern. Kann mir Jesus sagen, so ganz den Segen, was uns beschert hast. Amen. Das esse ich nicht. So etwas hätte Mama nie gekocht. Setz dich. Hinsetzen, habe ich gesagt! Du bleibst jetzt sitzen, bis du aufgegessen hast, verstanden? Glaubst du, du bist der Einzige hier, dem die Mama fehlt? Ich will auch, dass Mama nach Hause kommt, aber das geht ja nicht. Mir ist es egal, was du willst. Du verstehst sowieso nichts.
Los, lass es mit meinem Boot! Sicherheit gegeben! Sicherheit gegeben! Vier Schuss, Einzelfeuer, auf klar erkanntes Ziel! Feuer! Beim Schießen geht dir einer ab, was? Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Nikolajczyk, du bist ein verdammtes Arschloch. Das kannst du mir glauben. Ja. Wir werden noch sehen, wer jedes Arschloch ist. I got a black magic woman. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind, I can't see. But she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Ich will nicht befummelt werden. Hey, du, ich bezahle dich auch dafür, Mädel, okay? Und dann machst du, was ich will, ist das klar? Also, komm, zieh dich nicht hin. Hey, Arschloch. Ach, Nikolajczyk. Mann, verpiss dich oder willst du einen in die Fresse? Ja, schlag doch zu. Verdammt nochmal! Was ist los mit dir? Willst du eingeloggt werden? Bist du okay? Ja, mir geht's gut. Was hast du nur mit so einem Arschloch zu tun? Ja, ich muss Geld verdienen. Treppe hoch, Nummer 10.
du das Geld? Ja. Ich glaube, es ist doch keine so gute Idee. Was bist du denn so schüchtern? Das ist dein erstes Mal, hä? Huh? So ein Kerl wie du. Komm, Mann, komm. Ist schon gut. Ich werde dir doch nicht wehtun. Es wird dir gefallen. Hm? Ich will nicht, dass du über mich lachst. Das würde ich nie tun. Jeder tut's doch mal zum ersten Mal. Ich bin richtig glücklich, dass ich deine Erste sein darf. Also, jetzt ziehen wir erstmal die aus. Die sind toll. Findest du wirklich? Probier die mal an. Meinst du? Zieh sie an. Hast du heute Glück gehabt? Nee. Wie immer. Ist nichts drin für mich. Vielleicht strengst du dich auch nicht genug an. Es gibt einen Haufen Jobs in Deutschland. Ja, aber anscheinend nicht für mich. Du musst was machen, Junge. Du bist jetzt 30. Du brauchst ein regelmäßiges Einkommen. Deine Mutter und ich können dich nicht ewig durchfüttern. Ich habe gehört, dass man in der Chemiefabrik... Ich arbeite in keiner verdammten Fabrik. Na schön. Was hast du jetzt vor? Hör mal, ich bin nicht mehr 15, ich bin erwachsen. Ich kann mich um mich selber kümmern. Es ist aber auch langsam Zeit, dass du dich wie ein Erwachsener benimmst! Stanislav, du bist zu streng zu ihm.
Wenn er erst die richtige Arbeit findet, ist alles wieder in Ordnung. So. Er sucht jetzt schon 2 Jahre. Wie lange soll das noch so weitergehen? Zur Hölle mit ihm. Lass ihn gehen. Schrecklich, Günther. Mama, es wird schon wieder werden. Mach dir keine Sorgen, Mama. Ich werde mich um dich kümmern. Du brauchst dir nichts Sorgen zu machen. Ich werde immer für dich da sein. Du bist ein guter Junge, Erwin. Du bist immer ein guter Sohn gewesen. Wir werden schon zurechtkommen. Das verspreche ich dir. Wir haben selber nicht viel. Aber ich habe mit Hannelore gesprochen. Wenn du einen Job hast, können wir dir eine Zeit lang helfen. Ich kann mich selber um Mutter kümmern. Ich brauche deine Hilfe. Thank you.
dräng dich nicht so rum und schreit nicht so! Schreit nicht so! Ich bleib wieder stehen. So ist brav. Können wir jetzt? Ich kann dir wirklich nicht helfen, Mama. Mach dir keine Sorgen, Günther. Seit Erwin wieder arbeitet, ist alles in Ordnung. Er arbeitet wirklich sehr viel. Erwin ist ein sehr guter Ernährer. Na gut. Aber sag mir Bescheid, wenn was ist, ja? Wo steckt er eigentlich? Hat er eine Freundin? Erwin hat keine Zeit für Frauenzimmer. Aber für alles mögliche andere, wie ich höre. Wie meinst du das? Die Gewehre und so. Die Leute vom Schützenverein haben mir erzählt. Das ist ein ganz harmloses Steckenpferd. Dein Vater hat immer gesagt, für einen Mann ist es wichtig, ein Steckenpferd zu haben. Das ist ja richtig. Aber die ganzen Waffen, also mich macht das ganz nervös. Da bist du ja, mein Junge. Wenn ich gewusst hätte, dass du später kommst, hätten wir mit dem Essen auf mich gewartet. Schon gut, Mama. Na, wie geht's? Gut. Weißt du noch, wie Papa mal gekocht hat, als Mama im Krankenhaus war und du es nicht essen wolltest? Und er zu dir gesagt hat, du bleibst da sitzen, bis du aufgegessen hast? Ich kann mich nicht erinnern. Kannst du doch nicht vergessen haben. Am nächsten Morgen hast du immer noch vor deinem Teller gesessen. Ich kann mich ganz und gar nicht daran erinnern, Günther. Weshalb bist du da? Ja, Mutter besuchen. Außerdem wollte ich mit dir mal reden. Wieso? Was gibt's denn? Es gibt Neuigkeiten. Hannelore war beim Doktor. Wir bekommen Zwillinge. Zwillinge, Günther? Das ist aber eine Überraschung. Ja, super. Sehr schön für dich. Ja, wir haben gedacht, es wäre toll. Also, wir würden uns freuen, wenn du Pate werden würdest. Ja, vielen Dank für die Einladung, Günther. Ich bin im Moment ein bisschen schlecht bei Kasse. Ich kann es nicht leisten. Ja, aber das hat doch nichts mit Geld zu tun. Natürlich, wenn ich dem einen ein Geschenk kaufe, muss ich dem anderen auch eins kaufen. Also, ich verstehe dich nicht. Natürlich nicht. Hast mich noch nie verstanden. Schau, Mama, was ich uns gekauft habe. Eine Videokamera. Da ist ja keine Kassette drin. Ich muss gehen. Thank you.
Also weshalb haben Sie mich herbestellt? Ich habe etwas sehr Beunruhigendes erfahren, Herr Mikulajczyk. Und ich möchte gern mit Ihnen darüber reden. Was denn? Ich habe erfahren, dass Sie in Ihrem Bus eine Waffe bei sich führen. Ja, die brauche ich. Die brauchen Sie? Sie brauchen eine Waffe? In Ihrem Bus? Einem Schulbus? Ja, man kann nie wissen, da draußen laufen eine Menge Verrückte rum. Das hat schon seine Richtigkeit, ich habe einen Waffenschein. Herr Mikulajczyk, ich glaube, es wäre gut, wenn Sie mal mit unserer Psychologin sprechen würden. Ich habe keine Probleme. Oder wollen Sie mich fertig machen? Also Moment, Moment. Hier will Sie niemand fertig machen. Aber ich bin verantwortlich für diese Firma und ich bin verantwortlich gegenüber der Öffentlichkeit, dass unsere Mitarbeiter psychisch fit sind. Das können Sie doch verstehen, oder? Es geht nicht gegen Sie persönlich. Aber wenn Sie hier bei uns weiterarbeiten wollen, dann müssen Sie sich ein paar Tests unterziehen. Was für Tests? Bei mir ist alles in Ordnung. Nichts Beunruhigendes. Ein paar Fragen, weiter nichts. Und hier, Herr Mikulajczyk? Das ist doch klar, der sollte aufstehen und die Frau hinsetzen lassen. Und was sehen Sie hier, Herr Mikulajczyk? Eine Frau in Stiefel, die bei Rot die Straße überquert. Gut. Jetzt zu Ihrer Familie. Sind Sie verheiratet? Nein. Leben Ihre Eltern noch? Mein Vater ist tot, meine Mutter lebt noch. Wir wohnen zusammen. Wie würden Sie die Beziehung zu Ihrer Mutter beschreiben? Eng? Sehr eng oder nicht so eng? Oh ja, sehr eng, sehr eng. Meine Mutter braucht mich sehr. Das ist schön. Haben Sie Hobbys oder Interessen außerhalb Ihrer Arbeit? Ich schieße. Schießen? Sind Sie Jäger? Nein, nein. Ich bin Mitglied in einem Schützenverein. Also ich schieße nur auf Zielscheiben. Ich kann nichts umbringen. Also Sie schießen einfach nur gern? Ich mag Waffen. Warum mögen Sie Waffen, Herr Mikulajczyk? Die geben mir das Gefühl von Sicherheit. Fühlen Sie sich denn durch irgendetwas bedroht? Herr Mikulajczyk? Ist etwas nicht in Ordnung? Ist alles in Ordnung. Haben Sie noch andere Hobbys außer Waffen? Ja, ich fotografiere. Ich habe meine eigene Dunkelkammer. Ich mache gern Bilder. Und was denn für Bilder? Also meistens Leute. Die Stiefel von Leuten. Frauen, meine ich, die Stiefel tragen. Ich mag das. Sie haben vorher schon mal Stiefel erwähnt. Was ist denn so besonders an Frauen, die Stiefel tragen? Ich mag das eben. Wirklich? Manche stehen auf Miniröcke und ich mag eben Frauen in Stiefel. Was dagegen? Gut, und weiter, Karina. Ich habe für den Mann alles gemacht. Ich habe für ihn gekocht, ich habe geputzt. Ich habe mit ihm geschlafen, wann immer er wollte. Egal, ob ich selber Lust dazu hatte oder nicht. Ich habe ihm alles gegeben. Aber der war ja wie ein Fass ohne Boden. Ich konnte mit all dem leben, aber nicht mit seiner Brutalität. Kein Mann schlägt mich und kommt ungeschoren davon. Das war in der Nacht der Auseinandersetzung. Ja, er hat versucht, mich zu erwürgen. Ich habe gedacht, der bringt mich um. Und dann haben Sie das Messer genommen. Ja, ich wollte ihn nicht verletzen. Ich wollte ihm nur irgendwie Angst einjagen. Blödsinn! Du bist doch genauso eine schwanzabschneidende Hexe wie all die anderen auch. Sind doch alle gleich. Das war völlig unpassend, Walter. Sie wissen das selbst. Wie denken Sie darüber, Erwin? Ich denke, dass ihr alle Scheiße im Kopf habt. Also, eine solche Einstellung können wir hier nicht brauchen, Erwin. Hören Sie, ich bin freiwillig hier. Ich
brauche mir nicht von Ihnen vorschreiben zu lassen, welche Einstellung ich brauche. Ja, ja, ja. Sie wollten ihm Angst machen. Das war so ein unheimlich demütigendes Gefühl. Die sind alle wirklich verrückt, oder? Die haben alle den Knall. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das Messer nehme, dass er dann Angst kriegt. Aber es war überhaupt nicht so. Da ist er immer wütender geworden und hat noch mehr geschlagen. Und dann habe ich keinen anderen Ausweg gesehen und habe dieses Messer rein. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Willst du mit mir tanzen? Ja, gern. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know. Love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night we've been together, lovers. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum du hier bist, Erwin. Du bist nicht wie die anderen. Genau das habe ich denen ja zu erklären versucht. Ich glaube, irgendeiner will mich hier verscheißern. Du gehörst aber auch nicht hierher. Ich weiß. Die haben gesagt, das wäre der Stress. Angeblich ein Nervenzusammenbruch. Dabei war ich nur müde. Warum? Ich arbeite in einer Chemiefabrik und habe den ganzen Tag mit Sprengstoffen zu tun. Das macht jeden nervös. Du bist wunderschön, Lena, weißt du das? Ach, hör auf. Sag nicht sowas. Ich bin eine alte Frau, ich bin nicht wunderschön. Für mich bist du wunderschön. Vollidioten, so Phrase zum Kotzen. Sag mal, Dina. Glaubst du eigentlich auch, dass ich was habe? Nein, keiner glaubt das. Du bist nur zur Beobachtung hier. Wie eine Kur. Mach dir keine Sorgen. Du bist schneller draußen, als du denkst. Ich habe eine gute Nachricht, Günther. Ja? Ja, was denn? Du wirst es nicht glauben. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich glaube, ich bin verliebt. Ehrlich? In wen? Zuerst Lena. Mir wird der gefallen. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Hier natürlich. Meiner Meinung nach braucht Ihr Bruder eine langwierige psychiatrische Behandlung, zu der wir weder das Personal noch die Mittel haben. Alan Hoffmann wird ihn einfach entlassen. Er ist freiwillig hierher gekommen. Solange er sich nicht von sich aus einer Behandlung unterzieht, sind uns die Hände gebunden. Wir können ihn gegen seinen Willen hier nicht festhalten. Da gibt es nichts, was ich tun könnte. Gesetz ist Gesetz. Tut mir leid, Herr Mikolajczyk. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich komme schon zu spät zu meiner Besprechung.
Mama! Mama! Willkommen daheim, mein Junge. Wie geht es dir? Lass dich entscheiden. Ja, prima, Mama. Prima. Mama, das ist Lena. Sie wird eine Weile bei uns wohnen. La la la. La 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 la. Ich habe immer das Beste für dich gewünscht. Gehofft, dass du mein junges Mädchen kennenlernst, heiratest, eine Familie gründest, so wie dein Bruder. Mama, ich bin nicht Günther. Jetzt schau sie dir doch mal an, Junge! Ist ja fast so alt wie ich. Ist mir oft der Gedanke gekommen, diese Frau in unser Haus zu schleppen. Aber nenn sie nicht immer diese Frau, sie hat einen Namen. Lena. Ja, Lena. Was weißt du über die? Kennst dich bei ihrer Vergangenheit. Ich weiß, dass ich sie liebe. Und das reicht mir. Lieben? Mein Gott, du hast sie gerade mal vor 2 Wochen kennengelernt. Wie kann man da von Liebe reden? Ich weiß, was ich fühle. Und ich muss mich weder vor dir noch vor sonst irgendjemandem rechtfertigen. Gut, Erwin, es ist dein Leben und du kannst tun und lassen, was du willst. Aber wenn diese Jugoslawin schon hier sein muss, dann fragte sie in Papas Werkstatt. Weil ich werde nicht unter einem Dach mit ihr leben. Gut. Alles klar. Jetzt mach die Augen zu. Ach, Erwin. Hier, komm schon, Mama, mach die Augen zu. Achtung. Hast du die Augen fest zu? Ja, Erwin. Jetzt darfst du die Augen aufmachen, Mama. Na, Frau Mikolajczyk, wie finden Sie es? Oh, ich finde das schön. Wirklich. Wunderschön. Lena hat die Tapete extra für dich ausgesucht. Dein Lieblingsmuster. Ich glaube, du wirst dich hier sehr wohl fühlen. Ja, das wollte ich. Sie wollten mir doch die Ergebnisse Ihrer Untersuchungen zeigen. Wo sind die? Zu Hause. Wann wollen Sie mir die bringen? Überhaupt nicht. Diese Unterlagen gehen keinem was an. Herr Mikolajczyk, ich glaube, ich habe ziemlich deutlich gemacht, dass Sie ohne die Vorlage dieser Ergebnisse hier nicht weiter beschäftigt werden können. Das darf doch nicht wahr sein. Wer garantiert mir denn, dass Sie sie nicht an andere weitergeben? Herr Mikolajczyk, ich verspreche Ihnen, dass außer mir diese Ergebnisse niemand zu sehen bekommt. Sie werden ausschließlich für die Personalakte benötigt. Woher soll ich das wissen? Und warum sollte ich Ihnen glauben? Ich weiß ja noch nicht mal, was in dem Bericht drinsteht. Kennen Sie diese Seelenklempner? Die können alles über mich sagen. Ich weiß ja nicht mal, worüber die reden. Also alles Geschwafel. Und warum glauben alle, dass ich verrückt bin? Nicht ich bin verrückt. Diese scheiß Ärzte sind verrückt. Hören Sie, ich weiß das. Ich war dort.
kommt sie noch mal hinter mir her? Ich habe doch niemandem was getan. Ja, also, es tut mir leid, die lassen mir leider keine andere Wahl. Kommen Sie in mein Büro, holen Sie sich Ihre Papiere ab. Das können Sie nicht machen. Ich brauche den Job. Das hätten Sie sich früher überlegen sollen. Tut mir leid, Herr Mikulczyk, aber es gibt gewisse Regeln. Ich warne Sie. Mich macht keiner fertig, ohne dass er schwer dafür zahlt. Verlassen Sie sofort dieses Gelände. Ich rufe die Polizei. Erwin? Was machen Sie denn da oben? Ich suche Erwin. Ich habe gedacht, vielleicht ist der hier oben. Erwin ist nicht zu Hause. Und niemand darf sein Arbeitszimmer betreten, nicht mal ich. Tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Jetzt wissen Sie es. Also, Sie sagen, er hat Sie bedroht, aber letztendlich hat er Ihnen nichts getan. Ja, er hat mir nichts getan, noch nicht. Aber dieser Mann ist labil. Hören Sie, er hatte eine Waffe bei sich, in einem Schulbus. Was brauchen Sie da noch? Solange wir ihn nicht mit einem Gewehr in der Hand erwischen, können wir nichts machen. Vielleicht war es ja auch eine Spielzeugwaffe. Ach, das war keine Spielzeugwaffe, das kann ich Ihnen versichern. Früher oder später wird dieser Mann irgendjemanden verletzen. Und was sagen Sie dann? Es tut uns leid. Vielen Dank, Herr Schulz, dass Sie gekommen sind. Ich werde dafür sorgen, dass der Bericht weitergeleitet wird. Mit anderen Worten, Sie werden nichts unternehmen. Ich fürchte, wir können nichts unternehmen, solange er nicht wirklich jemanden verletzt. Im Moment steht Ihre Aussage gegen seine. Es tut mir leid, ich mache die Gesetze nicht, ich führe sie nur aus. Ja, ja, guten Tag, danke. Nein, ich bin beschäftigt. Komm gleich. Erwin! Ich hab gesagt, ich komm gleich! Also, was machst du den ganzen Tag? Ich weiß jedenfalls, was ich mache. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit, um dich durchzufüttern. Aber ich habe keine Ahnung, was du machst. Wenn du nicht gerade außer Haus bist, schließt du dich da oben in deiner verdammten Dachkammer ein und machst Gott weiß was. Was ich mit meiner freien Zeit mache, geht dich an den Dreck an. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Ich verstehe nicht, was du in dich gefahren ist. Seit du nicht mehr arbeitest, bist du nicht wiederzuerkennen. Ich habe gerade Arbeit gefunden. In Freiburg. Du bist nicht mehr der Mann, in den ich mich verliebt habe. Verliebt? Was hat Liebe damit zu tun? Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre dein hässlicher, fetter Arsch auf der Straße gelandet. Meine Mutter hatte vollkommen recht. Na gut, wenn du meinst, dass deine Mutter immer recht hat, warum heiratest du dann nicht sie? Sag nichts gegen meine Mutter. Wenn es dir nicht passt, kannst du sofort verschwinden. Was? Mein Gott. Es gibt so viele Frauen auf der Welt und ich lande bei einer alten Schachtel wie dir. Ja, ich weiß, ich interessiere dich überhaupt nicht mehr. Seit Wochen hast du mich nicht mehr angefasst. Wann hast du dich zum letzten Mal im Spiegel gesehen? Wer soll dich noch anfassen wollen? Ich weiß nicht, was in dich gefahren ist. Du bist ein richtiges Monster geworden. Ein Monster. Willst du mal ein Monster sehen? Ich werde dir ein Monster zeigen. Ich weiß, dass ich anfangs ziemlich hart zu Ihnen war. Ich habe Sie falsch eingeschätzt, Lena. Tut mir leid.
Ist schon gut, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Doch, und deshalb wollte ich Sie, ich möchte dich um Verzeihung bitten. Weißt du, manchmal liebt eine Mutter ihren Sohn vielleicht zu sehr. Aber ich habe dich jetzt besser kennengelernt. Ich glaube, dass du gut für Erwin bist. Er braucht dich. Erwin braucht nicht mich. Er braucht Hilfe. Ja, Lena, und du kannst ihm helfen. Ich weiß, er ist temperamentvoll und manchmal nicht ganz einfach, mit ihm zu leben. Aber er meint es nicht böse, Lena. Er ist ein guter Junge. Nur der Stress, weißt du, also keine Arbeit zu finden, hat ihm schwer zu schaffen gemacht. Aber jetzt, wo er in Freiburg was gefunden hat, wird alles gut. Aber ich werde mit seinen Wutausbrüchen nicht fertig. Was zum Teufel ist dein Problem, Nikolajczyk? Du bist mein Problem, du und deine Scheißmusik. Wieso? Komm doch rüber zu unserer Party. Ich habe keine Lust auf Partys. Ich will, dass du deine Scheißmusik leiser machst. Weißt du was, Nikolajczyk? Jeder hier hat versucht, nett zu dir zu sein. Wir haben alle keine Probleme miteinander, außer mit dir. Du hast dauernd was auszusetzen. Du bist ein richtiges Arschloch, weißt du das? Pass auf, was du zu mir sagst. Scheiße! Man kann nie wissen. Ihr Verhalten ist unmöglich, Herr Nikolajczyk. Wenn Sie mit Ihren Kollegen Probleme haben, dann sind Sie ja fehl am Platz. Ich habe nicht angefangen. Es waren die mit Ihrer Musik. Warum können die nicht einmal ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen? Alles, worum ich gebeten habe, war ein bisschen Ruhe und Frieden. Ein bisschen Respekt ist das zu viel verlangt. Wenn Sie Respekt verlangen, dann müssen Sie auch Respekt zeigen. Ich habe nur... Es ist nicht das erste Mal, Herr Nikolajczyk. Und das wissen Sie genau. Also hören Sie mir genau zu. Noch ein Vorfall dieser Art. Noch eine Beschwerde, noch ein Ausbruch von Ihnen. Und Sie sind gefeuert. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Herr Nikolajczyk, haben Sie was? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nehmen Sie sich wieder ein paar Tage Urlaub. Ruhen Sie sich erstmal aus. Kommen Sie wieder, wenn es Ihnen besser geht. Schon so lange und es ist immer noch weitgehend unbekannt geblieben, dass ich eigentlich aus Prag komme. Und um diesem Informationsdefizit abzuhelfen, möchte ich jetzt ein Lied auf meine Stadt singen. Tausend Türme meiner Stadt tragen Glanz aus Gold. Einmal gefallen hat,
machst du da? Du hast hier doch nichts zu suchen. Du bist krank, Erwin. Was soll das alles? Das hättest du nicht tun dürfen. Du hättest nicht hierher kommen dürfen. Das war ein großer Fehler. Du brauchst Hilfe. Ich kann dir helfen. Ich brauche Hilfe? Ich brauche keine Hilfe. Ich breche nicht in fremde Zimmer ein. Ich spioniere nicht anderen Leuten nach. Warum sind alle immer hinter mir her? Wo willst du hin? Egal, nur weg von hier. Nein, nein, nein. Du bist doch aus einem bestimmten Grund hergekommen, oder? Du wolltest alles über mich wissen. Also jetzt weißt du's. Ich hab genug gesehen. Ich geh. Nein, du gehst nicht. Du gehst nirgendwo vorhin. Du wolltest es wissen. Du wolltest es ganz genau wissen. Zieh dich aus. Ich hab gesagt, zieh dich aus. Zieh die Stiefel an. Was? Das kannst du nicht von mir verlangen. Ich hab gesagt, zieh die Stiefel an. Nein, das mach ich nicht. Willst du, dass ich dich verprügeln? Dann zieh die Stiefel an. Jugoslawin reichen. Erwin! Wieso bist du denn da? Mama! Ist was passiert? Nein, alles in Ordnung. Ihr Zustand hat sich stabilisiert. Zum Glück hat sie keine inneren Verletzungen. Wissen Sie, wer das getan hat? Mein Bruder. Ihnen ist doch wohl klar, dass ich das der Polizei melden muss. Ja, natürlich. Kann ich mit dir sprechen? Naja, aber nur kurz. Sie braucht Ruhe. Kannst du mich hören, Lena? Alles wird wieder gut. Weißt du, wo du bleiben kannst? Bei einer Freundin. Tja, nach Aussagen von Frau Lewandowski haben sie gewürgt, geschlagen, die Treppe runtergestoßen und dann in ihre Rippen getreten. Ist das richtig? Das ist eine komplette Lüge. Die Frau ist verrückt, sie kennen doch Jugoslawen. Sie hat mich mit dem Messer angegriffen, ich musste mich verteidigen. Und als ich sie wegschob, da ist sie die Treppe runtergeflogen. Es war ein Unfall. Sie hat angefangen. Und dann haben Sie in Ihre Rippen getreten. Kann sein, nicht absichtlich. Ich wollte sie in den Hintern treten. Ich musste sie rausschmeißen, bevor sie mich noch mal angriff. Sehen Sie, da wohnt noch meine Mutter. Das ist eine alte Frau, die kommt mit sowas nicht zurande. Na gut, Herr Mikulajczyk, also danke für Ihre Hilfe.
Heißt das, ich kann gehen? Ja, Sie können gehen. Wir leiten Ihre Aussage weiter und dann ist die Sache der Staatsanwaltschaft zu entscheiden. Was weiter passiert, ne? Naja, meine Aussage steht gegen Ihre. Ja, ja, so ist es. Also danke nochmals. Keine Ursache. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Ja! Ich muss mit dir reden. Wieso? Ich weiß, was du mit Lena gemacht hast. Ich habe überhaupt nichts mit Lena gemacht. Die ist die Treppe runtergeflogen. Das glaubst du doch selber nicht. Ich sehe schon lange, dass du Probleme hast. Aber dass du eine Frau zusammenschlägst, das hätte ich dir nicht zugetraut. Wann hättest du mir schon mal was zugetraut? Der kleine Scheißer Erwin. Erwin, der Versager, der immer noch bei Mama wohnt. Und der große Günther, der so was gebracht hat. Mein Leben geht dich einen Scheißdreck an. Das geht es nicht. Du bist mein Bruder und ich mache mir Sorgen um dich. Du brauchst Hilfe. Warum glauben alle immer, dass ich Hilfe brauche? Die verrückte Scheiß-Jugoslawin braucht Hilfe. Die blöde Sau wollte mich umbringen. Das stimmt doch nicht. Glaub, was du willst, aber lass mich in Ruhe. Erwin, was ist denn los mit dir? War's das? Seine Freundin fast zu Tode geprügelt. Sie müssen die Sache ernst nehmen, bevor noch mehr passiert. Er ist eine Zeitbombe, die jeden Moment hochgehen kann. Ich kann Sie schon verstehen, Herr Mikolajczyk. Wir können auch niemanden verhaften, nur weil er vielleicht mal was anstellen könnte, oder? Sie hören mir gar nicht richtig zu. Ich kenne meinen Bruder und ich sag Ihnen, der ist gefährlich. Er ist ein Waffennarr. Er hat das ganze Haus voller Waffen. Und jetzt hängt da alles hinter ihm her. Der Fall ist uns bekannt und liegt bei der Staatsanwaltschaft. Und was die Waffen angeht, Herr Mikolajczyk, solange Ihr Bruder einen Waffenbesitzschein hat, ist er absolut im Recht. Da können wir überhaupt nichts machen. Ist die Oberkreisdirektion für zuständig. Also ist doch mal nett. Gut. Aber sagen Sie später nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Nur noch mal wiederholen. Es ist nicht so, dass ich Ihnen nicht helfen wollte, Herr Mikolajczyk. Wenn es nach mir ginge, dann würde ich alle privaten Waffen in Deutschland konfiszieren. Leider habe ich dazu kein Recht. Alle anderen Waffen in Deutschland interessieren mich nicht. Mich interessieren nur die meines Bruders. Es gibt doch jetzt einen Strafbefehl gegen ihn. Können Sie denn da nicht den Waffenbesitzschein in seine Waffen einziehen? Erstens hat er bei dem Angriff auf die Frau keinen Gebrauch von seinen Waffen gemacht. Und zweitens, wurde mir mitgeteilt, hat er gegen den Strafbefehl Berufung angelegt. Juristisch gesehen ist er also ein unbescholtener Mann. Und außerdem wohnt Ihr Bruder jetzt in Freiburg. Deshalb obliegt es den Behörden, dort zu handeln. Können Sie denn da nicht anrufen und denen das Ganze erklären? Das würde auch nichts ändern. Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte mehr für Sie tun. Danke. Jeder wünscht mir, mehr helfen zu können. Aber in Wirklichkeit tut keiner was. Entschuldigung, wenn ich Ihre Zeit verschwendet habe. Also dann wünsche ich dir viel Glück vor Gericht, mein Junge. Soll ich dir was Besonderes zum Essen machen? Nein. Mama, koch, was du willst.
Tag, Herr Mikulajczyk. Wie geht es Ihnen? Wir kommen ohne das aus. Wie geht's jetzt weiter? Es wird ein paar Minuten dauern. Der Richter ist noch in seinem Amtszimmer. Sie können sich ebenso gut hinsetzen und entspannen. Übrigens habe ich hier immer noch Ihren Scheck. Es ist noch nicht zu spät, unseren Einspruch zurückzuziehen. Warum sollte ich das? Sollte der Richter erschwerende Umstände finden, könnte die Strafe wesentlich härter ausfallen als der Strafbefehl. Wir könnten so den Schaden begrenzen. Geben Sie mir mal den Scheck. Wenn Sie so weitermachen, lege ich mein Mandat nieder. Gut, ich brauche Sie sowieso nicht. Der spielt verrückt, Günther. Du solltest sehen, was er anhat. Der sieht aus wie ein Irrer. Beeil dich, Günther, bitte. Guten Morgen. Zum Aufruf kommt die Strafsache Mikulajczyk. Erschien es der Angeklagte persönlich mit seinem Verteidiger Helfrich. Herr Richter, mein Mandant, Herr Mikulajczyk, hat mir erklärt, dass er nicht willens ist, mit mir zusammenzuarbeiten und dass er es vorzieht, sich selbst zu vertreten. Ich lege hiermit das Mandat nieder. Ist das Ihr Wille, Herr Mikulajczyk? Wollen Sie einen anderen Rechtsanwalt beauftragen? Ist mir egal. Das Ganze ist hier sowieso nur ein Witz. Ja, dann ist für Sie die Sache erledigt, Herr Helfrich. Fahren wir fort. Dann hat er mir ins Gesicht geschlagen und mir mein Kleid runtergerissen. Danach musste ich die Gummistiefel anziehen. Es war furchtbar. Diese verlogene Ratte, sie wollte die Stiefel anziehen. Ruhe, Herr Mikulajczyk. Sie werden noch Gelegenheit zur Aussage bekommen. Bitte fahren Sie fort, Frau Lewandowski. Dann hat er mich die Treppe runtergestoßen und mich immer wieder gedreht. Ist alles scheiße. Sie hat mich mit dem Messer angegriffen. Fangen Sie es mal danach. Jetzt reicht's mir aber, Herr Mikulajczyk. Sie haben das letzte Wort. Haben Sie noch etwas zu sagen, Herr Mikulajczyk? Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe. Gut. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte ist des Vergehens der gefährlichen Körperverletzung an Frau Lena Lewandowski schuldig. Der Angeklagte wird zu einer Geldstrafe von 240 Tagessätzen zu je 30 Mark, also insgesamt zu 7.200 Mark verurteilt. Zur Urteilsbegründung. Das Urteil weicht vom ursprünglichen Strafbefehl zulasten des Angeklagten Erwin Mikulajczyk ab. Strafschärfend waren bei der Strafzumessung sowohl das besonders rücksichtslose Vorgehen des Angeklagten sowie die Tatsache zu berücksichtigen, dass der Angeklagte keinerlei Reue gezeigt hat. War's das? War das das Urteil? Ja, Mikulajczyk. Das war das Urteil. Ist auch egal. Du bist sowieso nur ein beamteter Verbrecher. Noch was? Herr Richter, ich habe Angst vor ihm. Weiß Gott, was er noch vorhat. Was ist, wenn er draußen auf mich wartet? Keine Angst, Frau Lewandowski. Bleiben Sie erst mal hier und dann wird Sie ein Beamter zu Ihrem Wagen bringen. Vielen Dank. Thank you.
vergebene Chance!